warte kurz. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga. Ey, wir haben ja geisteskrank übertrieben. Boah, Alter! Ey, ich glaube, wir müssen jetzt langsam am Einschlafen. Ich break den jetzt, Leute. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute ein ultra heftiges Challenge-Video gegen Leontin, Leute. Ich werde mich gleich mit ihm treffen bei Rewe und ihm die Challenge stellen. Wenn er es schafft, länger wach zu bleiben heute als ich, dann gewinnt er 10.000 Euro, Freunde. Ich habe hier auf jeden Fall das Geld am Start. Und Leute, ich werde ihm auf jeden Fall gleich die Challenge stellen. Ich bin sehr gespannt, ob er annehmen wird, Leute. Ganz wichtig, ich habe das natürlich mit den Eltern abgeklärt und es ist auch Wochenende. Das bedeutet, Leontin hat keine Schule und darf so lange wach bleiben, wie er eben kann, Leute. Und ich würde sagen, es geht gleich los. Ich treffe mich mit Leontin. Vorher ganz wichtig, Leute, die neuen Handyhüllen sind verfügbar auf lukasbs.de. Geht also schnell auf die Seite und schaut, ob sie noch verfügbar sind oder schon ausverkauft. Und zwar kamen die ja am 9.12. um 14 Uhr raus. Die gibt es für jedes Handy, Leute, für über 220 verschiedene Handymodelle. Schlagt also zu, bevor es zu spät ist. Und ich würde sagen, Leute, let's go. So, Leontin, let's go. Wir sind jetzt hier bei Rewe am Start. Und ich werde dich so auseinandernehmen. Ey, ich werde safe länger wach bleiben als du. Ey, meinst du, wir brauchen einen Wagen? Ey, lass doch mal hier das nehmen, weißt du? Ja, ja, das ist gut, so ein Wagen hier. Du holst ja auch einen. Ja, komm, einer reicht für uns. Nein, hol dir einen eigenen. Ja, okay, ist ja okay, Leontin, ey. Und Alter, ich habe schon mal eine Sache gefunden, die ich mitnehme. Let's go. Okay, du nimmst Cola, ich nehme Powerade, Leute. Weil das hat Vitamine und dadurch bleibt man auch länger wach. So, Leute. Ey, warte, bleib hier, Leontin. So, Leontin, bleib mal hier jetzt. Was kaufst du dir denn als nächstes? Sour Patch. Sour Patch? Okay, ich hole mir auf jeden Fall das hier, Warheads. Und was ich mir auch noch hole, Leute, sind diese Snowballs. Du holst dir erstmal Takis, sagst du? Leute, die haben Guacamole-Takis und Zombie Intense Nacho. Oh mein Gott, die sind komplett neu. Digga, wie geil sind die denn? Schau mal. Hast du die schon mal gegessen, Leontin? Digga, die haben einfach neue Takis, Digga. Wie krass. Dann noch Guacamole-Takis, Leute. Oh, die nehmen wir auch noch mit. So, Leute. Und ich würde sagen, auch nochmal Zombie-Takis. Moin, Leontin, na? Danke für die. Ja, okay. Ja, okay, Leontin, das reicht. Wir gehen doch noch Candy Store, ey. Ey, warte, eine Sache, die wir unbedingt brauchen, ist Gönnergy. Hier, guck mal, Gönnergy ist hier unten. Und Prime. Let's go. Pack mal einen Bums. Wir nehmen hier einmal auch Gönnergy. Blau ist die beste, sagst du. So, Leute, Gönnergy muss auf jeden Fall auch sein. Okay, Leontin. So. Ey, Leute, das ist wieder so chaotisch hier, ey. Oh, Oreo mit den Schneedingern, sagst du. Ey, das ist mein Wagen. Ey, Leute, das wird die längste Nacht aller Zeiten. Ey, Leontin, lass mal noch beide so Gummibärchen nehmen, oder? Welche magst du so? Welche sind deine Lieblingsgummibärchen? Ey, ich bin ehrlich. Ja? Ich mag die hier. Boah, die Glühwürmchen, die sind eh geil. Leute, ich nehme auf jeden Fall die finde ich richtig geil, die Haribo Berries. Lass mal zur Kasse, oder? Ich glaube, das reicht. Chips noch? Ja. Ey, lass mal den Rest im Candy Store holen, oder? Ja. Okay, auf zur Kasse, Leute. Let's go. So, Leontin. Wir sind jetzt mal wieder bei Smith Toys. Smith Toys, Superstars. Leute, in Mannheim natürlich. Kommt alle vorbei hier. Und weißt du, was wir jetzt hier machen? Ich sag's dir, Smith Toys ist gefühlt unser Zuhause. Ist echt so, ne? Ja. Ey, und weißt du, was wir jetzt hier holen, Leontin? Was? Und zwar, wir machen ja heute, wer länger wach bleibt, okay? Ja. Und für das Battle brauchen wir eine ganz bestimmte Sache, damit wir auch, weißt du, so nice zocken können zu Hause und so weiter. Ja. Und zwar, weißt du was? Mach erstmal die Augen zu. Und Leute, ich habe nämlich einfach mal als Überraschung eine Hüpfburg vorbereitet. Und die werden wir auf jeden Fall holen, Leute, und dann zu Hause aufpusten. So, Leontin. Und zwar für die Sache müsst jetzt einmal, du kannst erstmal Augen öffnen, einmal hier kurz gucken, wo die Sachen stehen. Wieso müssen wir denn zu den großen? Ja, zu den größeren Sachen hier ein bisschen, ne? Leute, ich muss auf jeden Fall mal gucken, wo die jetzt stehen, weil im Sommer standen die ein bisschen woanders. Müssen wir einmal kurz gucken. So, Leontin, und zwar, weißt du, was wir jetzt holen? Nö. Und zwar das hier, eine Hüpfburg. Ey, richtig geil, oder? Ja. Glaubst du, du schaffst sie zu tragen oder soll ich die nehmen? Boah, die ist richtig fett, oder? Ey, Leute, wir werden jetzt zu Hause eine Hüpfburg aufbauen. Oh, komm, ich nehme die mal, die ist richtig schwer. Ja, viel zu schwer. Hier, dann nimm mal die Kamera. So. Gell, die ist mega schwer.
Alter. Ey, das wird richtig geil. Da werden wir auf jeden Fall lange drin zocken können, Leon, ja, oder? Ja. Und Prime Pack. Ey, ich hab noch mein Tablet dabei. Ja, stimmt, da können wir noch richtig fett zocken, ja? Und die ist auch sehr bequem, die Hüpfburg, zum Schlafen, wusstest du das? Also es kann sein, dass du dann aufgibst und ich gewinne, ne? Nee, vergiss es. Ah, okay. Leute, Hüpfburg packen wir mal ein. Holen. Was müssen wir noch holen? Kissen? Wir gucken mal. Meinst du, das ist ein gutes Kissen? Doch, wir können ein paar holen. Ja, komm, lass mal hier so welche nehmen. Ja. Ich glaube, es macht dann auch ein bisschen Spaß, gell? Ja, ist nice, oder? Okay, Leonzin, was möchtest du noch holen? Hier, da ist ein Kissen. Oder nee, besser. Was? Oh mein Gott, du willst den fetten Baby-Yoda? Nee, komm, lass den nehmen als Kissen. Der begleitet uns. Das passt, glaube ich, so, oder? Das macht dann richtig Spaß mit den Bällen. Ja, das ist geil. Ja, okay, Leonzin. Dann lass mal nochmal ein Riesenei vorne holen und dann lass mal ein Riesenei holen. Ah ja, stimmt. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause und dann bauen wir die Hüpfburg auf. Ey, Alter, du zeigst mir Mittelfinger. Okay, Leonzin, ich würde sagen, wir nehmen nochmal ein Riesenei mit, ne? Ich hoffe, Leonzin weiß, was ich meine. Ja, guck mal, hier ist es doch. Hier ein Riesenei. Let's go, das nehmen wir einmal mit. Pack mal ein hier den Bums. Und ich würde sagen, jetzt sind wir auch schon bereit und können einmal los, oder? Ja. So, Leonzin, ey, wir haben richtig dicken Einkauf hier gemacht, ne? 217 Euro. Über 200 Euro, Leute. Auf zum Auto. Ich glaube, da müssen wir da rechts lang. Und dann laden wir den Bums mal ein hier. Und dann geht's auf nach Hause und dann... Ab. Ja, let's go. Ey, Leonzin, wir haben hier einen ultrakranken Automaten gefunden. Und zwar, Leute, hier gibt's einfach die Original Mr. Beast Schokolade drin. Die haben wir noch nie probiert, beide. Dann gibt es hier einfach mal, ihr seht Takis und so weiter, Reese's, Nerds. Aber weißt du, was es hier auch gibt? Und zwar ist diese blaue Cola. Die habe ich noch nie getrunken. Ich habe die wirklich noch nie gesehen, ey. Ja, ultra krass. Warte, wir nehmen als allererstes genau für 5 Euro die Mr. Beast Schokolade, würde ich sagen. Einfach hier irgendwo in hier. Wow! Original. Alter, den habe ich noch nie probiert, den Geschmack. Ey, ich auch noch nicht. Ey, zeig mal. Ey, ultra geil. Die werden wir auch gleich probieren, okay? Ich habe alle probiert. Außer die hier. Ja, safe. Und dann würde ich sagen, holen wir nochmal die blaue Cola jetzt. 2 Euro. Lass noch eine für die Übernachtung holen. Eine noch? Für die Übernachtung. Eine Mr. Beast? Ja, okay, machen wir. Alter, guck dir die mal an, wie geil die ist. Ich habe die noch nie gesehen, einfach eine blaue Cola. Ich habe die auch noch nie gesehen. So. Ey, zeig die. Alter, wie geil die aussieht. Ey, lass die gleich trinken, okay? Let's go. Nee, zu Hause, okay? In der Hüpfburg. Let's go. So, Leonzin, wir brauchen natürlich hier ganz viel Unterhaltung. Und neben Zocken, es lesen ja auch immer ganz gut, ne? Ja. Deswegen gehen wir natürlich hier in den Thalia. Und welches Buch holen wir? Auf der Jagd nach dem goldenen Playbutton. Genau, Leute, ganz wichtig. Übrigens, gute Botschaft. Mein Buch ist jetzt Spiegel-Bestseller geworden, Leute. Richtig geil. Das heißt, gönnt euch das natürlich alle. Und zwar einmal hier finden wir es. Nimm mal mit, direkt 2. Leute, für den Support werden jetzt direkt mal hier 2 gekauft. So, Leonzin, natürlich müssen wir auch noch mal hier in den Uncle Woody's in Ludwigshafen. Muss sein, oder? Let's go. Okay, also ganz wichtig, wir brauchen viel Energy für die Nacht, ne? Um wach zu bleiben, Leute. Leonzin darf den natürlich nicht trinken, aber ich hole mir natürlich den Prime auf 18. Was? Ja, stimmt, das kannst du mitnehmen. Da wird man durch den Zucker wach, ne? So, und ich würde sagen, Leute, ich nehme die beiden. Guck mal, ich nehme ja, glaube ich, nochmal so ein Red Bull. Okay, nice. Vielen Dank, Leute. Dann nehme ich einmal den Persi Cosmark. Oh, pass auf, Leonzin. Genau, einmal Metamoon. Let's go. Und ich würde sagen, ich nehme ja noch hier die Twizzlers Rainbow, Leute. Ich nehme Takis. Takis, ganz wichtig. Wenn man ab und zu mal ein bisschen wach werden muss, so ein bisschen sour, ne? Sour Candy. Sollen wir Nerds? Ja, lass mal so 5 nehmen. Okay, 1, 2, 3. Ja, easy. Let's go. Also Leute, es ist schon dunkel draußen. Und zwar, wir haben jetzt schon tatsächlich irgendwie 0 Uhr. Leonzin, du hast ja natürlich keine Schule morgen, ne? Also ganz wichtig dazu zu erwähnen, du hast ja morgen frei, richtig? Ja. Genau, Leute. Deswegen, ich würde sagen, Leonzin, guck mal, hier ist der Motor. Der ist auf jeden Fall für die Hüpfburg. Und das ist ja die Hüpfburg. Ja. Das müssen wir jetzt ganz vorsichtig öffnen, weil das ist der Schlauch. Da kommt dann die Luft durch für die Hüpfburg, ne? Ganz vorsichtig nicht reißen, ja? Weil wenn das reißt, dann funktioniert die nicht. So, und jetzt ganz vorsichtig. So, machen wir die mal auf. Digga, die ist ultra fett, ey. Ja. Oh mein Gott. Genau, guck mal, hier ist der Schlauch und der muss jetzt angeschlossen werden an die Pumpe. Nee, das reicht. Alles gut. Nimm mal hier. So, das richtig kommt jetzt, geil. Das kommt jetzt hier einfach drauf, weil da kommt dann natürlich die Luft rein, ne? Die ist so fett, diese Hüpfburg, ey. Ey, die wird so krass, sag ich dir. Das hier raus und... Und 3,
2! Nee, nee, das läuft noch nicht. Erstmal steck mal rein, wir müssen noch einen Schalter drücken. Und let's go! Let's go! Die Hüpfburg pustet sich auf. Okay, okay, okay. Alter, Leute! Die Hüpfburg pustet sich auf. Wir können die Nacht dann gleich verbringen hier. So, Leute, schreibt mal, ob ihr auch zu Hause eine Hüpfburg habt. Ah. Ey, warte kurz. Alter! Alter! Oh mein Gott! Ey, Digga, guck dir mal die an. Ey, geh schon mal rein, Leontien. Ist der Eingang offen hier? Let's go! Alter! Ey, Bruder! Safe? Glaubst du, es geht hier? Wow! Digga! Let's go, Leontien! Ey, hier kann man doch nice die Nacht durchzocken, oder? Ja! Ey, warte, ich hole unsere Süßigkeiten! Ja, ja! Hol mal die ganzen Süßigkeiten her! Ey, Leute, lasst mal leichter, wenn ihr auch so eine geile Hüpfburg gerne hättet! Wow! Richtig geil, Digga! Let's go, kipp mal aus hier. Yep, let's go. Leute, das gehört nicht dazu. Oh mein Gott, wie geil, Digga. Ey, wir haben so viele Sachen geholt. Leon, wie sollen wir das alles essen? Alter, Junge. Das war's mal wieder komplett. Alter. Ey, wie viele Süßigkeiten haben wir eigentlich gekauft? Junge, WTF. Oh mein Gott, Digga. Ey, wir haben ja geisteskrank übertrieben. Hol mal dein iPad her jetzt. Auf jeden Fall. Ey, ich will auf jeden Fall die neuen Takis gleich mal direkt probieren. Guck mal, die sind auch nicht scharf, Leontien. Guck mal, da steht. Guck mal, die sind non-spicy, also gar nicht scharf. Junge. Boah, Alter. Ah! Nein, wir kippen um, Leontien. Wir kippen um. So, Leontien. Ey, lass mal die neuen Takis hier probieren. Boah, ja. Die schicken ja richtig nach Käse. Alter, ich probiere die mal. Oha, voll geil. Ey, Leontien, du hast auch so übelst scharfe Pringles geholt. Die will ich echt mal testen, wie scharf die sind. Let's go. Teste die direkt mal, Leute. Ich bin richtig gespannt, wie die sind. Du isst als erstes die scharfen Sachen, okay? Ja, ja, mach ich. Die scharfen sind geil. Ich probier mal einen. Warte kurz. Ich muss kurz abwarten, ob die Schärfe kommt. Ich finde die nicht scharf. Gar nicht. Also ich persönlich finde die gar nicht scharf. Okay, Leute, let's go. Ich würde sagen, ey, ich will auch unbedingt mit Sabis Schokolade die neuen. Ja. Original einfach. Leute, das ist der OG-Geschmack. Ja. Und wir fangen auch gleich an mit Energy Drinks, also ich zumindest. Und ich auch. Du auch? Willst du auch Energy Drinks? Na, okay. Boah, let's go. Erstmal mit Sabis Schokolade fetzen. Let's go, Leute. Meine. Boah. Richtig geil, ey. Wir fetzen immer noch zwischendurch ein bisschen Schoko, aber. Ich würde sagen, mach mal dein iPad an und dann schocken wir erstmal kurz Subway-Surfer, oder? Also Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall, zeig nochmal die Uhrzeit, wir haben gerade so 1.10 Uhr nachts, Leute. Und ich würde sagen, Leontien, lass mal Subway-Surfer zocken, oder? Ja. Okay, Leontien, let's go. Bist du schon ein bisschen müde? Nein. Ich auch nicht, Leute. Ich habe noch nicht mehr Energy gebraucht. Ich auch noch nicht. Also jetzt erstmal schön fett zocken, Leute. Ich zocke auf jeden Fall auch nochmal gleich übrigens, Leute. Ganz wichtig, kauft euch nochmal die Burger Pommes Handyhülle. Ihr seht jetzt nochmal eingeblendet, bevor es zu spät ist, Leute. Die Handyhüllen könnten schon ausverkauft sein, wenn ihr dieses Video seht. Ich weiß es gar nicht. Ich gehe auf die Website und schaut nach. Ja? Lukas, schau mal, ich hab voll coole Skins auf Sammelgeist jetzt. Oha, zeig mal. Ich wollte nochmal eine Sache hier unbedingt probieren. Ah, warte mal. Ja. Die Cola, ne? Ja. Ey, aber ganz wichtig, ich mach die mal auf, weil sonst ist hier alles voll mit Cola. Komm, ich mach die mal erst auf. Gib mal hierher. Oh, und? Let's go. Riecht ganz normal wie Cola. Hä? Das ist ganz normale Cola, Bro. Das ist, die haben mich hops genommen. Ich hab dafür 10 Euro bezahlt oder so. Nee, ein bisschen süßer. Findest du? Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, Leute. So, Leontien. Und was ich jetzt auch noch mal esse, endlich. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Oh ja! Ey, das wollte ich machen. Das ist ja meine Stelle. Hä? Leute. Let's go, Mann! Let's go! Lass doch mal so einen richtig dicken Twizzler-Schnur machen, okay? Boah, guck mal, Alter. In allen Regenbogenfarben, Leontien. Boah! Und alle Regenbogenfarben auf einmal, Leute? 3, 2, 1! Boah! Alter! Richtig geil, ey. Leute, ich schmeiß mal von der anderen Seite. Oh! Lass mal Licht ausmachen. Dann wird es nämlich noch schwerer, dass man nicht eins nimmt. Wow! So, Leute, das haben auch die Bälle. Aber du willst noch Licht ausmachen, bitte. Oh mein Gott, Leontien, jetzt wird es noch viel schwerer.
Ey, ich sag euch, Leute, so langsam, ich merke so langsam die Müdigkeit ein bisschen. Hm. Brauchst du einen Gönner, wie? Ich fetz mir gleich einen weg, ja. Eine Stunde später. Also Leute, wir haben jetzt mittlerweile schon 2.27 Uhr. Ich habe immer noch ohne Energy geschafft. Ich auch. Und jetzt zeig mal deine Skins, ne? Leute, wir haben auf jeden Fall eben noch ein bisschen gezockt, ein bisschen YouTube-Videos tatsächlich geguckt. Richtig geil. So, Alter. Hm? Zeig jetzt mal her. Ja, mach mal Spin. Glaubst du, bekommst was? Mal schauen. Fünf Juwelen, ey. Schmutz. Dann zeig jetzt nochmal deine Skinsammlung, ne? Alter, Dragon Roll, das ist ein Sushi-Skin einfach. Richtig geil. Alter, du hast so viele Special-Skins, sogar ein SpongeBob-Special-Skin auch. Richtig geil, ey. Hast du den? Nee, hab ich auch nicht. Lol. Ey, das sind echt geile Skins, muss ich dir lassen, Leontin. Zwei Stunden später. Ey, Leontin. Ey, dein iPad-Akku ist komplett leer. Hä? Ja, wirklich. Warte, ich guck mal, wie viel Prozent für dich. Ey, du hast noch 3% Akku. Oh Mann, ey! Ja, ey. Ach, ja, du schaffst auch ohne iPad, oder? Warte, leg du dich mal in die Ecke. Weil dann kann ich hier so, weißt du, mein Energy trinken und den außen abstellen. Sonst kippt der hier um. Ich will auch Energy. Ja, ja, geh mal da in die Ecke, komm. So, Leute, ich zisch mir jetzt einen Gönnergy. Den darfst du ja auch trinken, oder? Also, Leute, das haben seine Eltern ihm erlaubt. Er darf Gönnergy trinken. Und ich gönn mit dem... Ja, okay. Ich gönn mit dem Prime ab 18, Leute. Lemon Lime. Okay, nice. Dann gönn dir mal einen schönen Schluck. Let's go. Und? Magst du mich so? Das ist gut. Leute, auf jeden Fall, ich stell's dir mal kurz hier außen hin, ja? Eine Ewigkeit später. Ey, ich bin richtig tot, sage ich euch. Bro, dieses Licht, Alter. Wir haben jetzt einfach schon. Hier, 5.40 Uhr. Ey, ich glaube, Leontin ist langsam am Einschlafen. Ich prank den jetzt, Leute. Ich nehme einfach mal so einen blauen Taxi und mach ihn hier in so einen Mund. Ich bin mal richtig gespannt, was passiert. Okay, Leute. Junge, Leontin, ich hab gewonnen! Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Doch? Nein! Doch, du warst weg! Nein, ich hab noch meine Augen aufgemacht. Es zählt erst noch, wenn ich meine Augen zumache. Ja, okay, Leontin, dann machen wir weiter, ne? Zwei Stunden später. Oh, Leute, ich bin so schon so müde. Ey, schau mal, was Lukas macht. Schau mal, Leute, Lukas schläft einfach. Ey, Leute, ich mach jetzt einen Prank. Ich prank ihn jetzt zurück. Und ich habe das noch vorbereitet. Schaut mal, Leute. Es. Du bist. Ah, du bist eingeschlafen! Du bist eingeschlafen! Ja, hallo! Oh mein Gott, Leontin, Digga! Übertreib komplett, was machst du? Du bist eingeschlafen! Nein, Mann, ich hab verloren! Ich hab die 10.000 Euro gewonnen! Ja, Mann! Ja, okay, Leontin, was?